So, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Lecopa. Ja, für heute habe ich euch mal wieder eine richtig geile Mod mitgebracht und heute möchte ich euch die Mo-Boots-Mod zeigen. Das ist eine Mod, die, Achtung, jetzt kommt's, lebendige Schuhe in eure Minecraft-Welt hinzufügt. Ja, es werden sozusagen Mobs hinzugefügt, die so aussehen wie Schuhe und durch die Gegend watscheln. Es gibt sogar eine neue Dimension extra für diese Schuhe, wo diese spawnen können. Und ja, diese sind ziemlich aggressiv, werden wir natürlich gleich genauestens begutachten. Wir werden versuchen, diese zu bekämpfen und haben sehr geniale Drops. Man kann ganz neue Schuhe damit zusammenklabustern und diese lösen sogar sehr interessante Effekte aus. Das hier ist ein ganz neues Portal, welches, wie gesagt, hinzugefügt wird. Hierzu, um das zu aktivieren, benötigt man lediglich ein bisschen Stein. Und zwar in dieser Form. Man benötigt ein neues Feuerzeug, einen sogenannten MB Dimension Key. MB steht dementsprechend natürlich für Mo Boots, welchen man ganz einfach craften kann mit ein paar Diamanten. Dann hat man dieses Ding gebaut und ist seines Zeichens ein Einwegschlüssel. Das heißt, wenn ich diesen einmal verwendet habe, ist dieser verschwunden. Also solltet ihr auf jeden Fall sorgsam mit diesem Schlüssel umgehen. So, ich werde mal ganz schnell hier noch die Diamantrüstung anziehen, was zu snacken mitnehmen und dann kann es auch schon direkt hier losgehen ins Abenteuerland. So, ich werde direkt mal hier den Spielmodus wechseln, um euch das nochmal mit dem Schlüssel hier zu zeigen. So, Game Mode 0, so zack. Und dann werde ich hier mal einen Rechtsklick ausführen und ihr seht schon, der Schlüssel ist komplett weg. So. Okay, ich würde sagen, ich bin bereit, mich jetzt mit Schuhen anzulegen. So, ich springe direkt mal hier ins Portal und dann schauen wir uns diese mal an. So, mal gucken, ist jemand zu Hause? Da sind sie auch schon. Oha, da sind einige Obsidian-Boots. Wir haben hier, ach du meine Güte, Speed-Boost, Bone-Boost-Boots und die sind wirklich ziemlich schnell und ziemlich aggressiv. Sieht aber echt bekloppt aus, wie die hier durch die Gegend rennen. Ich finde das so lustig. So, ich werde die mal versuchen hier zu bekämpfen. Ihr seht schon, die Welt sieht auch generell auch ziemlich merkwürdig aus hier mit dem hellgrünen oder türkisen Gras hier. Das sind sogenannte Mo-Boots, Dimension, Grasblöcke. Hier haben wir auch unsichtbare Boots, sehen auch sehr lustig aus, wenn ihr mich fragt. Also ich finde die eigentlich ein bisschen unnötig, aber naja. So, ihr seht auch schon, dass diese sogar Sachen, Items nehmen können. Ich glaube, das ist nicht so gewollt. Ich glaube nicht, dass der jetzt hier diesen Schad aufheben sollte, aber naja. Ich frage mich halt, warum sie so aggressiv sind. Ich werde mal schnell meine Schuhe von mich schmeißen. Vielleicht sind sie deswegen sauer, weil ich quasi deren Gefühle damit verletzt habe? Nee, scheinbar nicht. Zumindest sind sie noch immer ziemlich genervt auf mich. Ich wechsle mal schnell wieder die Dimension und dann schauen wir uns diese nochmal etwas genauer an. Also diese Mobs und die neuen Schuhe, die man mit diesen craften kann. So, da sind wir auch schon wieder daheim. Ich habe jetzt die Schuhe dort drin gelassen, aber naja, wir werden uns, wie gesagt, gleich neue zusammenbauen. So, hier befinden sich die neuen Schuhe. Es sind nicht allzu viele, aber die sind, wie gesagt, trotzdem, ich finde die Idee halt richtig genial. Wir haben hier unter anderem Jump-Boots, wir haben hier Bone Boots, Emerald Boots, Obsidian Boots, Invisibility Boots und Speed Boots. Einige haben wir davon schon gesehen gehabt. Ich werde die jetzt einfach mal hier platzieren, vorher natürlich hier ins Steak reinpfeifen und dann schauen wir uns diese mal an. Als erstes haben wir die Speed Boots, die sind wirklich ziemlich schnell. Sehen auch sehr interessant aus, haben 20 Hitpoints, ich habe eine Diamantrüstung an, das Ding macht ziemlich Schaden, wenn ihr mich fragt, und diese Boots können theoretisch sogenannte Speed-Shards droppen, und mit diesen Shards kann man theoretisch neue Boots zusammenbauen, werden wir uns natürlich gleich anschauen. Hier Invisibility Boots sehen natürlich besonders schick aus. Diese können theoretisch Invisibility Shards droppen. Das ist, glaube ich, auch schon vorhin passiert. Wiederum haben wir hier Pech gehabt. Diese Invisibility Boots haben nichts gedroppt. Obsidian Boots sind ziemlich hartnäckig. Sie sind etwas langsamer, aber haben 30 Hitpoints. Sind natürlich im klassischen Schwarz hier vorhanden in einer Obsidian-Textur. Dauert natürlich ein bisschen, bis man diese besiegt hat. Und diese können theoretisch Obsidian-Blöcke droppen. Dann haben wir hier Emerald Boots, diese können Emeralds droppen, kommen mit 24 Hitpoints daher, hier richtig schön im klassischen Grün hier, so, die sehen echt knorke aus, hier haben wir direkt ein Emerald eingesackt. So, dann haben wir hier noch Bone Boots, die sehen auch sehr stylisch aus, hier mit diesen, die sehen so ein bisschen löchrig eher aus, ne? Ich weiß ja nicht. So, irgendeiner hatte auch gemeint, dass hier mit 20 Hitpoints im Übrigen, irgendeiner wollte sich mal Socken tätowieren. Fand ich im Übrigen eine sehr lustige Idee. Ich weiß nicht, ob diese Person das durchgezogen hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. So, dann haben wir hier noch Jump Boots. Die sind wirklich sehr lustig, denn diese springen quasi hinter einem her und versuchen euch einzukesseln. Gelingt diesen Boots aber nur
seltenen Fällen vor allen Dingen, weil die Tiere langsam sind und mit 20 Hitpoints nur daherkommt. So, diese werden wir natürlich ebenfalls versuchen zu bekämpfen. Und hier haben wir endlich mal einen Shard. Wir haben hier einen Jump Shard und diesen Jump Shard können wir verwenden, um diese Boots zu craften. Und ja, die habe ich bereits in diese Truhe hier gepackt. Die werden wir uns natürlich jetzt genauestens anschauen. Diese kommen mit ziemlich interessanten Effekt daher. Wir haben als erstes hier Obsidian Boots, wir haben hier Bone Boots und Emerald Boots. Sie sind noch relativ normal und nicht so besonders. Die sehen halt nur richtig stylisch aus. Wir haben Emerald Boots, dazu benötigen wir 4 Emeralds. Wir haben hier Bone Boots, dafür benötigen wir 4 Bones. Wir haben hier Obsidian Boots, dafür benötigen wir 4 Obsidian Blöcke. Diese können wir ganz einfach anziehen. Ihr seht schon, ich werde hier mal die restliche Diamantausrüstung ausziehen. Dann seht ihr auch, wie viele Rüstungspünktchen wir hier bekommen. Dementsprechend haben wir hier 1,5 Rüstungsteile voll für die Emerald Boots. Wir haben für die Bone Boots lediglich ein Rüstungsteil hier voll. Und für die Obsidian Boots haben wir sogar 2 voll. Das bringt uns keine Nachteile. Ich habe das vorhin mal ausprobiert. Ich bin hier hin und her gesprungen, aber ich habe jetzt nichts Negatives gemerkt. Das sind einfach nur ganz neue Schuhe halt, die einen ein bisschen mehr Schutz geben und sind natürlich ein bisschen teurer als die Bone Boots, weil ich meine, dafür braucht man schon Obsidian-Blöcke, ne? Aber an sich, die Idee mit der Dimension und so weiter und mit den Schuhen, das ist schon, ich finde es eigentlich ganz lustig. Gerade die grünen Schuhe sehen auch ziemlich stylisch aus und bringt auf jeden Fall noch ein wenig Abwechslung in die Minecraft-Welt, ne? So, kommen wir jetzt zu den ganz besonderen Boots, und zwar haben wir hier noch Boots mit ganz besonderen Fähigkeiten. Zum einen haben wir hier die regulären Boots, das sind lediglich Boots, die wir für die anderen Boots benötigen, das heißt, diese müssten wir als erstes craften, dazu benötigen wir lediglich ein bisschen Leder und eine x-beliebige Wollfarbe, dann haben wir dieses Ding gecraftet, diese können wir aber seines Zeichens nicht anziehen, das sei mal ganz kurz gezeigt, hier, das bringt gar nichts, aber die anderen Schuhe, die bringen einiges. Wir haben hier als erstes die Invisibility Boots, diese kann man mit diesen Invisibility Shards zusammenbauen, werde ich natürlich direkt mal überziehen und zack, sehen die nicht stylisch aus. Hier. Wow, da schreie ich schon fast vor Glück. So, nee, aber solche werden nicht schlecht, ne? Einfach mal unsichtbar werden, ne? Ist natürlich tierisch overpowered, wenn ihr mich fragt, weil dieser Effekt bleibt konstant auf ewig, bis diese Schuhe kaputt gehen, beziehungsweise bis ihr diese abgenommen haben solltet, ne? So. Gerade mal die Ansicht ändern. Dann haben wir als nächstes Speed Boost und diese kann man mit diesen Speed Shards bauen und diese Shards werden dementsprechend von Speed Boots auch gedroppt. Werde ich natürlich direkt überziehen und Achtung, fertig, los, schon haben wir hier einen enormen Speed-Effekt. Ich glaube Speed 3, genau, Speed 3 haben wir jetzt und können ganz schnell hier um die Wette düsen und hier Slalom rumlaufen. Ist natürlich sehr interessant und ziemlich stark, wenn ihr mich fragt, wie gesagt, wegen dem konstanten Effekt, ne? Werde ich natürlich direkt ausziehen. Sieht so ein bisschen aus wie so Hermes der Götterbote, ne? Hier so mit, ne? Naja, ist auch egal. So, okay, dann haben wir noch Jump Boots. Die kann man ebenfalls craften mit Hilfe von Jump Shards. Werde ich natürlich gleich mal überziehen, anprobieren. Ja, die passen sogar ein Wunder. Ganz im klassischen Weiß sehen so aus wie, ich weiß nicht, wie so Eisen-Boots, ne? So, damit können wir höher springen. Und hier habe ich einen kleinen Parcours aufgebaut. Mal gucken, ob wir die ganzen Hürden hier überwinden können. Das ist gar kein Problem. 2 sind auch kein Problem. 3 Blöcke können wir hochspringen und 4, da hört es aber auch schon auf. Bei 4 kommen wir nicht mehr hoch, aber naja, 3 Blöcke, wer will das nicht? Das ist natürlich ziemlich praktisch, ne? So, solche Schuhe hätte ich auch gerne, ne? Vor allen Dingen, die machen keinen Fallschaden und nix. So, und zum Schluss haben wir sogar noch die Kombination aus beiden, also aus den Jump Boots und den Speed Boots. So, das sei mal ganz kurz das Rezept gezeigt. Man muss lediglich diese beiden hier kombinieren. Ich werde diese mal schnell überziehen. Es wird nämlich langsam dunkel. Ich muss gleich nach Hause. So, damit können wir zum einen schnell rennen und zum anderen hochspringen. Eine sehr interessante Kombination und ist dementsprechend auch wieder ein konstanter Effekt, ne, von Speed 3 und Jump 3. So, ja, das sind diese Boots. Eine ziemlich lustige Idee, wenn ihr mich fragt. Ich hoffe natürlich, dass irgendwann demnächst noch andere Schüchchen hinzugefügt werden, weil es gibt ja auch noch andere Elemente in Minecraft, wie Erde oder Holz oder sowas, die vielleicht auch nochmal andere, kreativere Effekte hinzugefügt bekommen. Aber allein diese Basis, auf die diese Mod gerade aufgebaut wurde, die gefällt mir besonders gut. Mit dieser Dimension alleine, wie die einen angreifen, aber die Mod ist auf jeden Fall um einiges noch ausbaufähig. Ja, dementsprechend war es das eigentlich auch schon von mir. Ihr könnt diese Mod natürlich selber ausprobieren. Einen Link zu der Mod habe ich natürlich wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das war der Lokropa. Bis demnächst. Bis dahin und ciao.